Ja, Martin, am Ende eine recht deutliche Niederlage. Was sagst du zum Spiel? Sehr enttäuschend, dass wir das Spiel verloren haben. Wir wollten mindestens einen Punkt erholen. Jetzt im Nachhinein stehen wir wieder mit leeren Händen da und das ist sehr enttäuschend. Ich denke, wir haben über weite Strecken des Spiels ordentlich gespielt. Nur in den entscheidenden Situationen haben wir eben vermisst, resolut in die Zweikämpfe zu gehen, aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen und dadurch haben wir eben auch wieder Tore gekriegt. Das Gefühl, bei Ballbesitz hat er die Schwierigkeiten, den Ball zu halten über längere Zeit und dann hat der entscheidende Pass vorne in die Spitze gefehlt. Wie ist das zu erklären? Ja, das ist schwierig, jetzt leider nach dem Spiel zu sagen. Wichtig ist eben, dass man sich immer viel bewegt, dass man anspielbar ist, dass sich jeder zeigt. Aber das ist jetzt so direkt nach dem Spiel schwer zu sagen, woran das gelegen hat. Was glaubst du, müsst ihr jetzt in der Länderspielpause, jetzt habt ihr 2 Wochen Zeit, noch arbeiten? Wir müssen das Spiel jetzt analysieren, müssen gucken, was die Fehler in dem Spiel waren und die müssen wir dann aufarbeiten. In den 2 Wochen haben wir jetzt ja Zeit dazu. Glaubst du, es ist gut, dass jetzt 2 Wochen Pause sind oder wäre es besser, wenn ihr direkt am nächsten Wochenende wieder ran könntet? Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob schlecht ist. Fakt ist, dass wir jetzt eben 2 Wochen Zeit haben, um uns wieder aufs nächste Spiel vorzubereiten. Alles klar, danke.